Weiter geht's in der Eiswelt. Crystal Forest, 91. Platz. Eiswelten sind ja generell meistens nicht so beliebt. Oft ist es rutschig. Die Sicht ist schlecht. Manchmal wird man auch überrascht und hat die Sommerreifen noch drauf. Mario hat definitiv die Winterreifen drauf, denn er rutscht hier nicht. Konnte ich da gerade stehen oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Oder man kann nur auf diesen komischen Bären stehen. Mir gefällt die Ästhetik. Auf Anhieb. Jetzt können wir mal gespannt sein, ne? Das ist wieder mal ein 91. Platz. Also ziemlich weit unten platziert. Aber es sieht gut aus. Was ist also hier mal wieder schiefgelaufen? Ich will das Trampolin mitnehmen. Das sieht so aus, als hätte man das da hinten hinlegen können. Um mehr vom Level zu sehen. Werde ich das schaffen? Ach nein, das liegt ja da in der Kuhle. Das heißt, das funktioniert gar nicht. Yes, okay. Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, weil da unten die Buhus oder die Flammen sind. Ist ja schon ein bisschen gruselig. So, wenn ich jetzt da runterspringe, dann lande ich garantiert irgendwo, wo ich dieses tolle Power-Up instant wieder verliere. Das war so klar. Tja, kann man nichts machen. So funktioniert Super Mario World nun mal. Mhm. Links, rechts, freie Auswahl. Wenn es nach mir geht, gehe ich immer als erstes nach links. Oh, ich habe die Schienen nicht gesehen. Ist die jetzt despawned? Okay. Es ist alles sehr blau, ne? Ich habe wieder Schwierigkeiten zu unterscheiden, was jetzt hier fest ist und was nicht. Vielleicht kriege ich ja dieses Mal das Power-Up mit. Ja, eigentlich ist es eindeutig mit den Münzen. Okay, Yippie. Ist halt auch doof, ne? So ein random Buhu-Kreis, auf den man dann warten muss. Und das auch noch doppelt. Klar, ich könnte es riskieren, durch die engen Lücken durchzuspringen, aber wer bin ich denn? Ich bin so unerfahren mit Super Mario World. Das traue ich mir nicht zu. Also, letztendlich ist aber sowieso egal, wenn ich hier runterfalle, nützt mir auch der Pilz nichts. So. Kann man auf diesen Wolken stehen? Eher nicht. Ach, da komme ich sowieso nicht hin. Ich brauche hier irgendwas. Ich brauche da noch was. Uff. Uff. Frag mich ja echt, was es mit diesem Loch da hinten auf sich hat. Kann ich von hier aus nochmal zurück? Tatsache. Ja, dann hat es vielleicht sogar was damit zu tun. Vielleicht kriege ich das ja hier irgendwo. So, diese Ranke, mhm. Ein Panzer. Allerdings steckt da noch jemand drin. Ich glaube, das will ich mal kurz... Nein! Oh no! Jetzt kriege ich den auch nicht mehr wieder. Der war ja in dem Block drin. Und Blöcke? Setzen die sich zurück? Weil in Mario World kann man ja so selten in die gleichen Röhren nochmal rein, aus denen man kommt. Oh. Okay. Ich verstehe trotzdem nicht. Erstens habe ich jetzt diese dumme Blume, wo ich mega aufpassen muss, dass ich den nicht zerschieße. Und zweitens... Wie kriege ich den denn jemals hier rüber? Muss mal versuchen, die Ranken zu ignorieren auf dem Rückweg. Mal schauen, ob das geht. Ja, das ist ein ekliger Sprung. Okay. Alter Schwede, ich meine... So, ich glaube, die Blume ignoriere ich mal. Die ist ja echt nur hinderlich, wenn man sowas hier machen muss. So, jetzt steht er wieder auf. Bingo. Jetzt sind wir zumindest mal einen Schritt weiter. Jetzt kann ich den da hochwerfen. Ha! Hab's. Gefährlich, Mann, weil das kann ja nicht auf dieser Plattform landen. Hm? Okay, das war eigentlich ganz interessant. Das war ein bisschen fummelig, ein bisschen komisch aufgebaut. Hui!
Und das Level hat sogar Dragon Coins. Damit fängt er ja früh an. Schießen? Nicht schießen? Schießen! So, dem vertraue ich jetzt mal. Oh, hi. Versteckst du was? Ja, dieses Item-Babysitting, ja, dass man Items in verschiedene Teile eines Levels bringen muss, das ist bei den Judges überhaupt nicht beliebt. Ich weiß nicht genau, wodurch die da so geschädigt wurden, aber das lese ich immer wieder. Ja, sobald man Items irgendwie durch ein Level mitbringen muss, das hassen die wie die Pest. Und dann gibt's Abzug. Hier brauche ich einen Schlü. Ich wollte gerade sagen, als Groß-Mario komme ich da doch auch so rein. Dank perfekter Programmierung des Spiels. Help! Nein, hier geblieben. Das ist sogar zu hoch, oder? Ja, weil da noch eine Reihe mancher ist. Ich hab versagt. Und ich hatte noch keinen Checkpoint. Ja, man braucht die Plattform. Übel. Übel. Aber ich versuche das sowieso mal richtig zu machen, oder? Diesen Schlüssel zu finden. Anstatt mich in die Röhre rein zu cheaten. Aber ein Checkpoint an der Stelle wäre super gewesen. Nee. Oh, no. Ey, man hätte es nicht hässlicher machen können, ne? Also, ich überlege gerade wirklich, wie könnte man diese Stelle noch hässlicher machen? Weiß nicht. Geht nicht. Fehlt es mir an Fantasie. Ich will die Blume nicht, Mann. Problem ist halt echt, dass das hier runter... Ja, das ist mir jetzt egal. Muss ich jetzt in Kauf nehmen. Okay. Trotzdem ist es natürlich nicht ideal, dass ich jetzt klein bin. Ich könnte allerdings... Nee, ich riskiere es nicht. Die Blume jetzt noch zu holen. Diese Statue ist auch äußerst ungünstig platziert, Mann. Fast schon trollig. Plock. Das mache ich gerne. Das finde ich hervorragend, dass das erlaubt ist. So, ich glaube, da oben war noch eine Münze, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt jedes Mal einsammle, wenn ich hier sterbe. Ach so, und vor allem kriege ich die jetzt nicht. Okay. Ich hoffe, das Ding da oben schießt nicht. Wo ist die Öffnung? Ach du Schande. Kommen noch nicht mal wieder die Sägen. Okay. Ach, das ist eine Bodenstange. Ich glaube, es ist Safe State Zeit, Leute. Weil jedes Mal von Anfang an, wenn ich das, was man in der Röhre machen muss, geschafft habe, ne? Dann ist Safe State Zeit. Ja, warte mal, ne? Warum? Egal, ich stelle einfach keine Fragen. Keine Fragen. So, jetzt. Das will ich nicht nochmal machen. Das ist nervig. Ich sammle allerdings die Münzen nochmal ein. Obwohl, stimmt, ich bin ja wieder klein. Vielleicht kriege ich aber nochmal ein Power-Up. Ja, ich vertraue in die Großzügigkeit des Level-Erstellers. Soll ich das hier auch nochmal mitnehmen? Ja, warum nicht? Brauche ich ja sowieso. Stimmt, da war ja was. Frag mich, wie ich da hochkomme. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wo ich da durchgefallen bin. Hier, die... Nein, was? Es fängt schon vor... Ich dachte, die Schräge wären nur halt nicht begeben. Komm, nein, ich behalte jetzt diesen Pilz. das Level hat zu viele Sympathien verspielt. Inzwischen. Schade eigentlich, ne? Weil es mal wieder echt top aussieht. Ich meine, wie sammle ich das Ding überhaupt ein, ohne dumm auszusehen? Okay. Vielleicht ist das auch der letzte Versuch, bei dem ich überhaupt versuche, das Level legitim abzuschließen. Und nächstes Mal gehe ich wieder durch die Röhre. Einfach groß. Warum nicht, ne?
sieht ja fast danach aus, als hätte der Creator selber das Level auch so abgeschlossen und gar nicht geguckt, gar nicht getestet, was hier noch ist. Ich verstehe es nicht. Warum? Wieso ist denn das alles nicht begehbar? Wenn ich nur nicht so neugierig wäre, ne? Was da ist. Ein Schlüssel wahrscheinlich. So. Ach, da kann man jetzt auf einmal wieder stehen. Ich nehme das mal so hin. Gibt's hier nochmal ein Power-Up? Das ist cool. Ja gut, dann ist das ja nur ein winziger Umweg. Lass mal kurz überlegen. So. Wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn der Schlüssel da oben liegen geblieben wäre. Perfekt, Mann. Jetzt könnte ich sogar noch das Trampolin mitnehmen. Machen wir einfach mal. So, das hier ist es, wie man es eigentlich machen sollte, ne? Man holt sich den Schlüssel und dann kommt man in die Röhre. Und diesmal lasse ich mich nicht ablenken und fahre einfach mit der Plattform mit. Hi, Chucky. Lass dich nicht stören. Ja. Wir wollten nur, ne, für den Fall, dass ich jetzt auf einmal auf die Ranken umsteigen muss. Das hier ist wohl ein Secret. Sieht schlimm aus. Will ich haben. Okay. Jetzt, finaler Sprung. Yes, Baby. Oh Gott, ich... Ach. Diesmal ist es fest. Ich hab schon damit gerechnet, dass ich da wieder durchfall. Warum? Was ist das denn jetzt? Wow! Ja, komm, egal. Ich versuche jetzt noch diesen hinteren Teil da zu machen. Die Extra-Challenge. Aber dafür spare ich mir den Schlüssel. Yoshi-Coins haben wir auch alle gesehen bis zu diesem Zeitpunkt. Die eine ist halt da oben, was ich jetzt übersprungen habe. Ich finde es irgendwie total merkwürdig, dass bisher immer noch kein Checkpoint kam. Warum nicht? Habe ich die Hälfte des Levels noch nicht erreicht? Das wäre irgendwie sehr dramatisch. Immerhin drehen die um, ne? Und sind keine grünen, die man nur einmal benutzen kann. Hier würde ich jetzt gerne... Ich glaube, ich weiß, was er hier von einem will. Und zwar, dass man hier einfach wartet, bis der sich auflöst, ne? So. Dann kommt man hier gefahrlos durch. Autsch, da oben ist eine Decke. Hey, ich glaube, ich habe es geschafft. Und Abgang. Was kriege ich dafür? Ein Tritt in den Hintern vermutlich. Ich habe keinen Bock, da jetzt abzustürzen. Oh, hi. Das hat ja noch gefehlt. Natürlich. Wäre ja total spaßbefreit ohne... Hilfe! Ich schwöre, wenn ich jetzt nochmal abstürze. Dang it! Okay. Halleluja, warum hatte das Level keinen Checkpoint? Ich kann das nicht nachvollziehen. War vielleicht da einer, wo ich nicht in die Röhre reingegangen bin? Ich hätte gedacht, dass... Vermutlich, ne? Wahrscheinlich war da einer. Aber irgendwie kann man echt nachvollziehen, warum das so tief platziert ist. Es hat so komische Stellen, man kann es teilweise cheesen,
Dann diese komische, das Seil da, das einfach nicht begehbar war, ohne ersichtlichen Grund. Hey, das ist mal ein Kontrastprogramm hier. 21. Platz. The Frozen Way von Slack Michael. Ich brauche jetzt was Gutes, Mann. Fürs Herz und für die Seele. Hier ist es wenigstens rutschig. So wie es sich für ein Eislevel gehört. Was gibt's hier zu lesen? Alles, was gefroren ist, auf dem kannst du auch laufen. Gegner mit eingeschlossen. Einige Sachen funktionieren allerdings nicht. Ist jetzt nicht sehr aufschlussreich, oder? Die Textbox. Aber vielleicht erklärt sich das ja von selbst noch ein bisschen. Jetzt zum Beispiel dieser Bullet Bill, der da in der Wand steckt. Könnte ich auf den draufstehen? Theoretisch ja, weil er sieht gefroren aus. Hoppla. Schrägen und Jump-Inputs, das verträgt sich nicht. diese Dinger hier. Oder die Manche? Aha, siehst du? So meint er das. Und diese Plattform hier fällt dann auch nicht. Das ist ein lustiges Gimmick. Falle ich bestimmt noch früher oder später drauf rein, aber trotzdem lustig. Hey, ja! Die Sparkies sind eingefroren. Wer war dafür zuständig, dass hier alles eingefroren ist? Wer hat das getan? P-Switch? Ich guck mal erst in die Tür rein. Achso, das ist ein Reset. Ja. Muss man eigentlich fast immer machen, ne? Wenn man einen P-Switch in sein Level einbaut und verhindern will, dass der Spieler sich dann vom Fortschritt ausschließt. Verträgt sich wohl nicht ganz hundertprozentig mit der Musik. Aber auftauen... Ah, Hilfe! Auftauen kann ich den Quatsch nicht. Trotz Feuerblume. Was ist denn hier oben? Ah, ich habe mich beeilen müssen. Na gut. Ach, du bist wieder da. Ist das hier eigentlich noch was? Nein. Dann brauche ich. Siehst du, dafür ist jetzt perfekt, dass die Reset-Tür da ist. Frage ist nur, überlebe ich das nochmal? Mhm. Immerhin kommt der Pilz ebenfalls zurück. Despawning-Action. Nein, ich habe keine Zeit für deine Spielchen. Voll in die Corner reingeklippt. Ah! Das ist ein anderer Teil des Levels. Hier gibt's... Oh, das ist nett! Der hätte mich sonst richtig böse erwischt. Ach, schade, das war's schon. Die Musik hat mir so gut gefallen. Habe ich hier viel übersprungen? Irgendwie ja. Vielleicht ist das ja der Bonus dafür, dass man schnell war. Ich meine, so ein Sparky einzufrieren ist ja auch nicht ohne. Ich stelle mir eigentlich immer vor, dass die relativ heiß sind. Da oben ist ein Checkpoint. Das Level hat einen. Das freut mich. Mhm. Die Musik ist zurück. Eine Auswahl. Ich will oben hin. Will noch nicht wieder zurück. Aha. Das ist echt clever. Das gefällt mir. Die Ästhetik ist auch nice. Ne? Diese Farben da im Hintergrund. So Pastell. Nur rutschig ist es wie Sau. Ups. Zu langsam. Ach, da oben will ich hin. Heppa. Mehr Power-Ups. Immer her damit. Damit ich sie instant wieder verlieren kann. Das funktioniert nicht, genau. So langsam habe ich mich drauf eingestellt. Aber das Ding hier, es wird schießen. Nur mal kurz abbiegen. Gucken, was da ist. Da ist eine Plattformschiene. Aber wo ist die zugehörige Plattform? Hier schon mal nicht. Okay, das war für die Dragon Coin. Blümche! Jetzt übertreibt das, aber ich will gar nicht. Ich will die Blume gar nicht. Ich will mein Cape behalten. Achtung. Ah! Ich hab's geschafft. Bin der Blume ausgewichen. Oh, wow. Ist das ein Boss? Ah! Ja, das passt doch.
Und da oben ist noch eine eingefrorene Dragon Coin, aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Bonk. Voll aufs Hirn. Kann der mich jetzt mal hier ein bisschen... Ich brauche meinen Platz, ja? Noch so schnell. Der kommt schon von alleine. Keine Sorge. Bingo. Und was hat's mit dem Checkpoint da auf sich? Das war ein nettes Level. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht alles gesehen, weil ich die Umwege für die Münzen genommen habe. Andererseits sind die Münzen ja normalerweise das, was man einsammelt, um das ganze Level zu sehen, oder? Ich glaube, ich habe mich ganz gut... In den Mond. Ein Mond gab es noch irgendwo. Aber die Monde sind immer so bescheuert versteckt zum Teil. Ich guck mal einmal rein, aber das Level ist ganz schön groß, um da irgendwo einen Mond zu verstecken. Vielleicht kann man mit dem P-Switch hier in die andere Richtung gehen. Das ist ja auch so beliebt. Oder? Nein, die Bullet Bills scheinen sowieso nicht fest zu sein. Kann man nicht draufstehen. Gehe ich jetzt mal davon aus, weil er von der Seite nicht fest war. Und alles andere, was gefroren ist, ist von der Seite fest. Ach, das ist ja die Stelle. Guck mal, ich habe praktisch gar nichts übersprungen. Ja. Dann war der Mond da schon mal nicht. Hier sieht es halt so aus, als könnte man da durch, ne? Aber ich wüsste nicht, wie ich das anstellen soll. Solange ich die Sachen nicht wirklich auftauen kann. Okay, dann gehe ich diesmal nicht hier rein. Die Plattform kann gerne nochmal wiederkommen. Ah, da ist er! Ich bräuchte nur ein Cape. Ich bräuchte nur ein Cape. Hier! Hier in diesem Extra-Bereich war noch eine Feder. Ich erinnere mich. Das heißt, um das gefahrlos hier durchzubringen, wechsle ich am besten mal. Und dann soll es eigentlich auch kein Problem sein. Theoretisch. Ah, shit! Die Ungeduld. Okay. Ich hab ihn! Der Mond ist mein! Prima. Hätten wir das auch erledigt. Und ist er abgespeichert? Isa. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe die Wahl. Ach, da oben geht's zum Schalterpalast. Dann würde ich sagen, das ist der Pfad der Hoffnung. Kalt und kälter von Minui 600. 79. Platz. Standardmusik. Plopp. Auch das sieht sehr kalt aus. Das ist fast die Originalpalette, oder? Wie sie für die 1-2 Eislevel benutzt wird, die es in Mario World gibt. Das hier nicht mehr. Es gibt ja keine richtige Winterwelt in Mario World. Deswegen ist es immer lustig, Level zu sehen, die rein auf Vanilla-Grafiken basieren. Was ist mit dem verkehrt? Dass die dann so eisig aussehen können. Oder mit Schnee. Habe ich das jetzt schon verkackt da oben? Komme ich da nicht nochmal hin? Zurück! Warst du das? Das war der super Dino-Torch. Den machen wir direkt mal kalt. Bevor er anfängt zu nerven. Ich komme da sowieso nicht rüber. Man sieht das. Es ist nicht machbar. Nope. Geht das wahrscheinlich von der anderen Seite, oder? Ja, easy. Hätte ich nicht unter Beweis stellen müssen, dass ich keine Shelljumps drauf habe. Oh, ach, das war gar kein Leben. Die Höhle der Kicking Koopas. Boing. Bin mir ziemlich sicher, dass man die fetten Dinos nicht wegrutschen kann. Das ist eigentlich ganz nett gemacht, diese Grafiken vom Ziel als so kleine Kristalle zu verwenden. Achtung! Vor dir befindet sich die kältere Höhle. So kalt tatsächlich, dass die Zementblöcke in schmerzvolles Eis verwandelt wurden. Was ist denn schmerzvolles Eis? Am besten, wir finden es nicht raus.
Klackedi-Klack. Ach da! Da hat selbst, ehrlich, da hat selbst die Warnung nichts geholfen. Mhm. Ich sehe. Die will ich also nicht berühren. Spielt jetzt eigentlich keine Rolle, ob es Eis-Zementblöcke sind oder manche. Kommt aufs Gleiche raus. Aber das sind keine Zementblöcke, das sind normale Blöcke. Wieso lügt ihr mich an? Wieso lügen sie mich an? Gab's hier nicht noch einen einfacheren Weg? Untenrum? Warum kann ich denn da nicht lang? Weil Mario nicht in der Lage ist, solche Sprünge zu schaffen. Also ich muss einfach allen Blöcken ausweichen. Das ist... Aber das... Das lädt so sehr zum Landen ein. Ist doch echt so. Ach Gott. Ausgang? Die Farbe gefällt mir. Die sehen aus wie Jaspis oder Jade. Ach, sieh mal. Ja. Wie gesagt, der Zementblock-Edit war jetzt nicht so der Knaller. Green Switch Palace? Daiso! Das heißt, Daiso war einer der Judges. Ist das so? Die Gesetze der Elevation. Shiny Green Pipe. Bringt dich zurück. Ja, ach so, die grüne Röhre bringt dich hierher zurück. Die gelbe Röhre hebt den Boden an. Und die blaue Röhre setzt ihn zurück. Und was macht die fette graue Röhre? Ach, die skippt. Nö, wir gucken das mal an. Die Shiny Green Pipe. Mhm. Die blaue Röhre setzt es zurück. Warum? Das hat hoffentlich niemand gesehen. Ist die Kante hier... Doch, es lag einfach nur an mir. Hi, Chuckies! Also, die gelbe Röhre hebt den Boden an. Müsste ich mir jetzt quasi so IQ-Testmäßig vorstellen können, was dann passiert? Kann ich nicht. Muss ausprobieren. Mhm. Das betrifft also diese Mechaniken hier. Das ist ja witzig. Okay, und damit setze ich es wieder zurück. Das heißt, ich könnte dann da durchlaufen. Genau, jetzt habe ich sogar zwei Pieces. Was ist das? Secret? Nummer DJFY. Oder Hashtag, besser gesagt. Tja. Ist vielleicht ein Insider? Keine Ahnung, was es bedeuten soll. Achso. Nee. Ich bin zurück! Und hab nichts geschafft. Was ist denn hier eigentlich mein Ziel? Dass ich hierher komme, während der Switch nach oben eleviert ist, oder? Wie schaffen wir das? Was ist das hier eigentlich für ein Bait? Es wäre mal interessant zu wissen, ob sich diese Blöcke mithilfe des P-Switches umwandeln lassen. Und was passiert, wenn ich hier durchgehe, ohne den Boden anzuheben? Ha. Ich drück den jetzt mal. Da passiert nichts. Da unten ist eine Münze. Ah. Die waren aber gerade eben nicht da. Wo kommen die denn jetzt her? Jetzt komme ich aber nicht an den P-Switch ran. Und wenn ich das zurücksetze, bin ich auf der Seite gefangen. Das ist ja ein Rätsel, Mann! Kann ich den P-Switch mitnehmen? Dang it. Ich will mal wissen. Weil wenn man einen silbernen... Oh, der wird mir geklaut. Fies. Fies. So. Jetzt sieht das schon wesentlich besser aus.
Ah! Oh nein, hier ist Sackgasse. Aber zumindest die Münzen werden jetzt mal weg. Die Frage ist, bleiben die weg, wenn ich durch die Röhre gehe? Weil als nächstes will ich ja den silbernen P-Switch haben, damit ich die Manche aus dem Weg räumen kann. Hm. Waren die jetzt hier oder auf der anderen Seite? Ich kann mir doch sowas nicht merken. Hier ist der silberne P-Switch. Okay. Heppa. Oh, das ist gruselig. Jetzt ist nämlich diese Röhre hier oben. Und das ist ein Checkpoint wert. Das Level gehört ja nicht zum Wettbewerb, aber es ist, es ist bisher eines der coolsten. Hm. Okay. In dem Raum scheine ich bisher noch nichts machen zu können. Und hier auch nicht. Das heißt, wir verfrachten den Boden mal nach oben. Hier kann man es zurücksetzen. Was habe ich denn hier entdeckt? Nichts Wichtiges offenbar. Was passiert, wenn ich hier oben drüber laufe? So kriege ich den P-Switch, das habe ich gehofft. Mhm. Einiges! Ist das ein Hinweis? Dass wenn der da... Jetzt habe ich eine Dummheit begangen, weil jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das habe ich nicht gesehen, dass das so hoch ist. Aber diesmal wird mir der P-Switch nicht geklaut. Ha. Huh. Das wird durch den Schalter verändert. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aha. Was stellt das denn alles dar? Oh, dieses Uhrenticken im Hintergrund macht ja überhaupt nicht nervös. Einmal kurz was ausprobieren. Ah, das sind feste Blöcke. Okay, dann machen wir das so. Und ich aktiviere den blauen P-Switch und dann bräuchte ich noch hier den silbernen. Ich gehe mal davon aus, dass das Mancher sind. Nur um den zu kriegen, muss ich hier noch was verändern von der Höhe der Plattform. Okay. Ich versuche das gerade in meinem Hirn zu sortieren. Hilfe! Ach, da ist auf einmal ein Loch. Okay. Ist eh egal, die Zeit wäre mir ausgegangen. Hat der Schalter was hiermit zu tun? Dass das hier sich verändert? Das wäre irgendwie ein bisschen kryptisch. Aber ich wüsste nicht, was er sonst machen sollte. Habe ich irgendwas davon, den hier zu aktivieren? Nein. Ja, die Blöcke sind aber trotzdem da? Ist ja ulkig. Ich brauche nur noch einen Weg, wie ich an den silbernen P-Switch rankomme. Dazu müsste ich das hier mal nach oben schieben. Nee, das ändert nichts. Der P-Switch fällt immer da rein. Das kann natürlich sein. Nope. Ich hätte gehofft, man kann da stehen und der P-Switch liegt da und man sieht ihn nur nicht. Okay, ich denke, ich hab's. Ungefähr liegt der Plan jetzt vor meinem inneren Auge. Ich hole mir jetzt als erstes den silbernen P-Switch. Indem ich das hier wieder nach unten fahre. Das sieht halt alles so merkwürdig aus, ne? Hui! Genau. Oh Gott, warum? Nee, das ist jetzt noch unten. Das ist das Problem, ne? Dass das jetzt noch unten ist. Hm.
Moment. Jetzt wäre er fast ins Loch gefallen. So, das ist es. Ja. Mond für mich und die Tür. Alles klar. Yes! Das war ein echt cooles Rätsellevel. Das muss man sagen. Sogar ein Custom-Text. Cape Only Blocks. Perfekt, würde ich sagen. Dann haben wir hier sogar noch mehr Abzweigungen. Hier geht's noch rüber und dann... Oh, hört ihr das? Das Level macht ein Geräusch. Das ist so cool. Ich würde mal sagen, nächstes Mal gehen wir hier unten durch. Genau. Bis dahin. Ciao.